Am 30. Juni wird der Deutsche Bundestag über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften abstimmen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt diese Entscheidung. In einer Pressemitteilung heißt es, dass auch für gleichgeschlechtlich liebende Menschen, die den Wunsch nach einer lebenslangen verbindlichen Partnerschaft haben, der rechtliche Raum vollständig geöffnet wird, begrüßt die EKD. Die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau werde dadurch keineswegs geschmälert. Dagegen lehnen die katholische Kirche und der Dachverband der Evangelikalen, die Evangelische Allianz, das Vorhaben ab. So ist die katholische Bischofskonferenz der Auffassung, dass der Staat auch weiterhin die Ehe in dieser Form schützen und fördern muss. Für die Allianz ist die Ehe eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die potenziell offen ist für Kinder. In einer gleichgeschlechtlichen Ehe könne auf natürlichem Weg kein Nachwuchs entstehen. Inzwischen haben schon knapp 150.000 Personen eine Petition Ehe bleibt Ehe unterschrieben. Das Aktionsbündnis Demo für alle fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, an der Ehe zwischen Mann und Frau festzuhalten. Das weltweite Erstarken des Islam hat katastrophale Folgen für die christlichen Minderheiten in den islamischen Ländern. Diese Ansicht vertrat der Leiter der evangelischen Karmelmission, Martin Landmesser, beim Jahresfest des Werkes in Schorndorf bei Stuttgart. Ihm zufolge nimmt der Einfluss von Parteien zu, die in Ländern wie Indonesien oder Marokko dem islamischen Religionsgesetz, der Scharia, noch mehr Geltung verschaffen möchten. Mitarbeiter aus dem Nahen Osten berichteten zudem, wie die Christen im Irak und in Syrien seit Jahren systematisch ausgelöscht würden. Landmesser befürchtet, dass die Wiege der Christenheit der Nahe Osten zur christenfreien Zone werde. Der sächsische Landesbischof Carsten Renzing wünscht sich mehr lutherisches Selbstbewusstsein. Er verstehe nicht, warum es Christen hierzulande so schwer falle, sich stolz als Lutheraner zu bekennen. Das sagte er im Gottesdienst des Lutherischen Tages anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums in Leipzig. Sehen Sie einen Kommentar von ihm, was die bleibende Bedeutung Luthers für Christen ausmacht. Lutherische Kirche wird dem Erbe Luthers am besten dann gerecht, wenn sie sich auf Christus gründet und wenn sie sich auf Christus konzentriert, mit all dem, was sie zu sagen und zu bieten hat. Es ist ja Christus, der Quellgrund unseres Glaubens. Es ist Christus, der Quellgrund unseres Lebens als Christenheit. Und das hat Luther vor 500 Jahren neu entdeckt, neu betont. Daran halten wir fest und das versuchen wir in die Zukunft zu tragen.